So, meine Freunde, willkommen zurück zu einer weiteren Episode des Wi-Fi Battles mit mir, dem Banger der Erzählfinger. Heute mit einem Never Used Battle gegen den guten alten Kollegen, wie hieß der jetzt vielleicht? Alan, glaube ich. Alan One Doc. Nee, Alan Doc 01. Ach, irgendwie sowas in der Art. Jedenfalls war das ein Never Used Battle, den wir, nochmal neu starten mussten, nachdem ich anfangs relativ gut gestartet habe und er einen Disconnect hatte, was ich natürlich ein bisschen schade fand, aber was soll's. Er fängt an mit seinem, was hat er nochmal angefangen? Ich glaube mit seinem Deponitox. Ich fange an mit meinem Rotom, ist doch klar, hier Scarflied und so weiter und so fort. Im ersten Matchup hatte der eigentlich hier erstmal hier Stachel ausgelegt und ich habe hier ihn gechoiced, aber dann dachte ich mir, Moment, im zweiten Verlauf macht er das bestimmt nicht mehr und deswegen bin ich direkt rausgewechselt mit meinem Ventilator und habe, was war das nochmal, Voltwechsel benutzt, genau, und er hat dann irgendwann im Laufe des Kampfes sein Volbeat, genau, sein Volbeat benutzt und hat Regentanz eingesetzt. Und als ich Regentanz dann gesehen habe, beziehungsweise seine komplette Team-Review, wusste ich natürlich schon, dass das ein ein Regentanz-Team ist, was mich ziemlich, ja, geschockt hat gewisserweise, weil ich auf so etwas in diesem Team nicht vorbereitet bin. Außer Wartner mit H2O und so, habe ich da nicht wirklich viel. Und Wartner ist auch hier mein MVP mehr oder weniger, auch gegen dieses Ludicolo, was jetzt plus 3 von Volbeat gepasst bekommen hat, sprich also mit mehr als doppelten Schaden reinhaut. Ich glaube 250% haut der jetzt Schaden raus, was ziemlich krass ist. Jo, Gigasauger, also spezielles Ludicolo, und ja, ich dachte mir, ich muss irgendwie den Regeln erstmal loswerden und deswegen wechsle ich jetzt hier in Golden Cloud, um den offensichtlichen Gigasauger abzufangen. Und Golden Cloud ist ja auch mehr oder weniger meine spezielle Wall und fängt das ab wie nichts. Ludicolo kann natürlich auch noch, oder Jolly Mofo, wie ich ihn nenne, kann auch nicht so viel wieder regenerieren mit Gigasauger, weil Gigasauger im Regen nicht einen Bonus bekommt, wie Hydropumpe zum Beispiel. Und ich wollte mal scouten, ob der hier vielleicht noch Eisstrahl drauf hat und bin deswegen direkt wieder auf meinen Wartner gewechselt. Und ich dachte eigentlich, Wartner fängt das ziemlich gut ab, aber hier, gebt euch das mal. Eisstrahl, direkter One-Hit, liegt einerseits aber auch daran, dass mein Frosch eher physisch getrimmt war. Physisch mit Sub finde ich eigentlich ziemlich geil. Wie ihr gesehen habt, kommt das manchmal ziemlich gut. Aber dieses Ludicolo macht mir jetzt ziemlich Probleme. Und deswegen musste ich hier ein bisschen rumprobieren und ein bisschen rumswitchen, damit ich ein paar Regenrunden ausdauern kann. Und damit dieses Ludicolo langsam am Gift verreckt. Aber mit Gigasauger füllt er halt kontinuierlich immer ein bisschen HP auch auf. Ich denke, ohne Gigasauger wäre er jetzt sogar hier schon K.O. Und irgendwann kam der Punkt, wo ich mir gedacht habe, weißt du was, das ist jetzt ein bisschen zu offensichtlich, dass du nicht rauswechselst, deswegen bleibst du jetzt einfach mal drin. Ich bleib drin, fang die Hydropumpe ab, hab gehofft, dass sie eventuell auch daneben gehen kann, aber in der nächsten Runde ist Jolly Mofo halt dank des Gifts auch besiegt. Und ich glaube, das war auch die letzte Runde, wo der Regen aktiv war, oder war der Regen noch eine Runde aktiv? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht mehr so genau. Aber Volbeat kommt wieder rein, Volbeat settet den Regen wieder ab, was ziemlich scheiße ist. Hab eigentlich nicht damit gerechnet, dass es dazu kommt. Warum eigentlich? Einfach daran, dass ich vergessen habe, dass das Teil hier Prankster als Fähigkeit hat, Strolch, und deswegen mit Regentanz direkt Priority hat. Fand ich ziemlich scheiße, und was ich auch ziemlich blöd fand und nervig fand, war, dass Ventilator hier überlebt hat und ich damit nicht gerechnet hatte und deswegen eventuell zu Donnerblitz gegriffen hätte. Was letztendlich aber scheißegal war, weil ich in Crit lande, was ziemlich glücklich war, aber egal. In der ersten Runde habe ich halt auch besser angefangen. Ich habe da auch noch meine Steinchen rausbekommen mit meinem Amaldo-Team. Ich benutze dasselbe Team wie letztens. Und er hat natürlich auch wieder sein Amaldo drin. Und Amaldo ist natürlich auch wieder hier mit Swift Swim, verdoppelten Tempo bei Regen. Aber mein Bear Grylls hat diese Fähigkeit natürlich auch, ja, was auch ziemlich cool ist. Glücklicherweise trifft er hier mit Steinkante nicht. Ich dachte eigentlich auch, ich bin schnell, aber er spielt wohl dieses Amaldo wirklich mit maximalem Speed, womit ich nicht gerechnet hätte. Ich spiele nämlich meinen Bear Grylls nicht mit maximalem Tempo. Ich habe 190 Initiative drauf, bei Regen wären das 380 und Amaldo kommt auch maximal 207 ohne Regen. Mit Regen wären es dann 414 und leider habe ich es nicht geschafft. Aber ich konnte halt dank dieses Misses nochmal hier vieles kompensieren und hatte ein bisschen Glück gehabt, hat ein bisschen rumgehext, aber nach dem letzten Battle mehr oder weniger verdient, sag ich mal. Hier gab es natürlich jetzt keine Game-Breaking-Moves, außer dass ich hier ein bisschen rumgestallt habe oder rumstallen musste. Hätte ich natürlich die Steinchen draußen, wäre das ein bisschen praktischer und hätte ich mich ein bisschen besser hier mit Regen ausgekannt auch.
Aber yo, das war's eigentlich schon mit dem Battle. Ich muss nur noch seinen Trashman, seinen Deponitox besiegen und dann war's das auch. Von daher, meine Freunde, vielen lieben Dank für zugucken. Ich hoffe, der Battle hat euch gefallen und ich freue euch weiter auf neue, tolle Matches. Und yo. Und das war der Battle, Ellen, good game. Hoffe, der Battle hat euch gefallen, meine Freunde. Haltet die Ohren steif, bald kommt wieder Neues und bis dahin. Haut rein, macht's gut und ciao, euer Vega, der Herzchen.